Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Chat, ich sag's euch, wie es ist, Mann. Ich hatte ein sehr entspanntes Wochenende. Ich war mit der, das kann man ja so sagen, ich habe ja auf Instagram schon bekannt gegeben, dass ich da habe jemanden kennengelernt. War mit der Dame des Vertrauens. War ich tatsächlich da. Wir hatten einen sehr entspannten kleinen Trip mit Hotel und allem drum. Ja, und da wurde dann ein relativ entspannter gemacht tatsächlich. War ganz schön. Nee, ich habe einfach ein spannendes Wochenende gehabt und es war sehr entspannend tatsächlich. Genau, ja. Ansonsten eigentlich alles so wie immer. Let's Fabs ist kurz vorm Burnout. Meine Mods sind wieder absolut geil drauf. Das freut mich sehr. Ansonsten Chat, was habt ihr am Wochenende so gemacht? Was ging bei euch? Erzählt's mir doch mal. Was ging so bei euch ab? Sagt's mir doch. Dritte Impfung am Start. Ja, ich kann mich noch nicht impfen lassen, Chat. Ich war beim Dings, die drehen gerade unten, by the way, was? Ich bin schon früher aus dem Dreh ausgeschieden, damit ich hier streamen kann, nur für euch, ja. Ich sag's euch, wie es ist, ich will mich boostern lassen, ich kann nicht, ich darf nicht wegen meiner Genesung. Das heißt, ich muss noch warten lassen. Ich habe aber tatsächlich 1400 irgendwas Antikörper oder sowas, das ist ganz gut. Neues Video, ich werde Vater. Nee, Chat, also das ist eine ganz sehr schöne, ernstzunehmende Nummer auf jeden Fall, aber Vater werden, also da, ja. Ne? Ich habe zwar den Vaterschaftstest da bestanden mit Trimax, man muss es aber nicht, übertreiben. Mein Bruder lag im Krankenhaus, ein Kollege hat mich angebaggert, richtiger Montag halt. Ja, scheiße, Mann, Misty Chubb, das klingt gar nicht gut, Mann. Ich bin schon geboostert, Steffen, let's go, can we have a progress in the chat, Mann. Bin 13 und geboostet, das freut mich sehr, Alter. Ey, ich muss mal wieder die Klimaanlage anmachen, wir haben da unten wirklich, so dass es leider hier auch gerade sehr warm ist. Bei uns ist eine Sport umgefallen. Ich habe nicht mal erste Impfung, da wird Zeit, Mann. Wird Zeit. Aber ja, an sich sehr entspannt gewesen. Sehr schönes Wochenende gehabt und das passt. Wie hast du deine Hand verletzt? Ich habe eine Sehnenscheidentzündung, Leute. Ich habe eine Sehnenscheidentzündung. Ich war an einem Tag Boxen, Kartfahren, habe eine sehr lange Session Rust noch abends hinterhergelegt und da hat sich meine Sehne das erste Mal seit 10 Jahren gedacht, ey, ich habe keinen Bock darauf. Digga, jetzt entspann dich mal, was ich auch echt verstehen kann, ne? Ansonsten freue ich mich einfach extrem wieder hier im Back am Start zu sein, Mann. Bin ich ganz ehrlich. Heute noch kein Minecraft, morgen wahrscheinlich wieder. Ich weiß, ich schieb CraftTech gerade ein bisschen hin und her. Tut mir auch echt leid. Seid mir nicht böse. Ich krieg es nicht anders unter. Ich muss dafür wirklich im Grind sein. Ich muss dafür richtig Bock haben. Und ich habe gerade tatsächlich keinen Bock. Deshalb lasse ich es auch einfach gerade. Ihr wisst, eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe für dieses Jahr, ist nur noch Sachen zu machen, auf die ich Bock habe. Und da auch nochmal Dankeschön für die Feedback. Letzte Videos mal wieder. Vlogs und sowas. Alles Big Baba Bubu. Freut mich sehr. Vielen Dank. Ihr merkt ja auch vielleicht, dass ich deutlich weniger hochlade in letzter Zeit. So, ne? Das ist auch einfach dessen geschuldet, dass wenn ich ein Video hochlade, dass ich halt damit wirklich 100%ig zufrieden sein will. Und dementsprechend mache ich da auch lieber mal gerne einen ruhigen, entspannten. Und das passt. Also nichts mehr mit der Vive. Ey, mit der Vive habe ich dieses Jahr Big Content hier geplant. Big Content Offensive, sage ich ganz ehrlich. Soll kommen. Wieder das altbekannte Format, wenn ich du wäre. Einen Tag Ja sagen. Und natürlich ein neues Format, was wir gerne von Joko Klaas übernehmen würden. Und zwar aushalten. Sehr, sehr geil. Dazu aber in den nächsten Wochen mehr. Wir müssen uns da einfach noch ein bisschen drüber im Klaren sein, wie wir was machen. Auch, weil wir tatsächlich wegen Corona und so ein bisschen halt checken müssen, ob das alles Sinn macht oder sowas. Revi, du bist Geschäftsmann durch und durch. Props, Dankeschön, Mann. Was geht raus? Ich weiß doch nicht, woher das, aber das freut mich sehr, Mann. Ey, ich sag's euch, wie es ist. Ich kann mich auch ehrlich gesagt ein bisschen zurücklehnen gerade, weil das kann ich ja auch eigentlich offen so hier ansprechen. Einige Sachen, die ich so im Privaten, im Krypto und sowas und so investiert habe, glaube ich auch gerade ganz gut laufen und funktionieren. Geld ist zwar noch nicht liquidiert, aber es funktioniert alles ganz gut. Ich bin darüber sehr happy und kann auch deshalb hier ein bisschen ruhiger anschieben. Nichtsdestotrotz, die Halle wird krank geil noch ausgebaut. Wir haben morgen Big Baba Meeting. Wird sehr, 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 sehr nice. Und im Endeffekt wird es in den nächsten Monaten hier auf jeden Fall Big Baba Hallen-Content kommen. Wir haben noch ein paar nice Videos in Vorproduktion. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich unbedingt drehen möchte. Die Halle ist jetzt schon krass. Ja, Nico, da geht gerade mehr. Die bauen da gerade unten, spielen die gerade Laser Tag. Richtig nice. Kommen die Tage bei Marius raus. Hau mal den Krypto-Geheimtipp raus. Ey, irgendwann mache ich dazu mal ein komplettes Video, wenn ihr wollt. Ich glaube, das hier können wir eigentlich auch hochladen, diesen kleinen Ramble, diesen kleinen Talk hier. Falls ja, schallert mal da gerne ein Like hoch nach rein. Dann machen wir mal einen kleinen Krypto-Talk. Bau mal eine Rutsche vom Büro zum Boden. Damn, guys, how did you know? Ich mag deine Entwicklung der letzten Jahre. Kuss. Ja, ich habe das Gefühl, ihr könnt das ja auch mal ganz kurz in den Chat schreiben, Leute. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen so mäßig von meiner Art her, klar, ich bin immer noch aufgeregt und crazy und so, aber nicht mehr so ganz so fucking annoying und nervig bin, wie ich das mal gewesen bin. Wisst ihr, was ich meine? Ich war wirklich endnervig, Digga. Ich bin ein bisschen ruhiger geworden so. Ich mache zwar immer noch meine Kaspereien so, aber vielleicht sagt ihr das, vielleicht ist es so. Vielleicht ist es so. Also ich habe das Gefühl, wurde schon einfach deutlich erwachsener. Ja, maybe this. Vielleicht das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt wieder auf eine ernsthafte Beziehung einlassen kann, so, wo ich mich sehr darüber freue. Wisst ihr, was ich meine? Da freue ich mich drüber. Wie gesagt, meine Hand, Sehnenscheidentzündung und nichts Wildes. Mit 30 wird man auch mal ruhiger. Ich bin 29, Digga. Ganz wichtig, Alter. Wirkst glücklicher. Ich bin auch gerade sehr, sehr happy. Man muss es wirklich
wirklich mal sagen, ich bin seltsamerweise sehr, 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 sehr happy, weil ich gerade, es ist oftmals meine Happiness an so Sachen gekoppelt gewesen wie Klicks, Views, Instagram-Follower, Likes und sowas. Und das ist gerade auf einem All-Time-Low gefühlt, was mir aber gar nichts ausmacht, weil ich weiß, dass die Sachen, die ich mache, mir Spaß machen, dass ich die Sachen, die ich mache, super, super nice sind. Und im Endeffekt habe ich auch endlich mal nach Jahren eingesehen, dass ich niemandem mehr was beweisen muss. Das klingt jetzt super, super dumm, aber gefühlt habe ich YouTube durchgespielt. Twitch hatte ich auch schon meine 86.000 Concurrents 2015, wo das noch niemand hatte. Das sind jetzt natürlich ganz andere Zahlen so, aber das juckt mich überhaupt nicht, weil ich einfach sehr zufrieden bin. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was noch kommen mag. Und von daher bin ich ganz ehrlich, freue ich mich einfach sehr auf die Zukunft so. Ich muss keinem mehr was beweisen so. Ja, Mann, ich bin einfach super, super happy gerade und ich fühle es, dass ihr das fühlt, was wir gerade machen, ne? Ja, Mann, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, freut mich sehr. Sehr, sehr schön, dass ihr immer so supportive am Start seid. Ich muss hier einfach nochmal, ich habe das so alle 3-4 Monate, muss ich einfach mal regelmäßig Danke sagen. Gerade ist wieder so ein Moment, mir geht's sehr gut, bin sehr, sehr happy mit allem. Bin in der körperlichen und mentalen sehr, sehr starken und guten Verfassung, würde ich sagen. Ich mache sportlich ganz gute Fortschritte und sowas. Von daher, alles entspannt und ich glaube, dass ihr da auf jeden Fall sehr viel zu beitragt. Ich küsse euer Herz. Ich freue mich hier drauf, dass das mit der Halle so gut funktioniert und bin sehr happy mit meinem Team gerade. Die machen alle einen extrem geilen und guten Job und es harmoniert sehr gut. Wir viben sehr gut. Wir kommen immer wieder mit neuen Ideen. Wir sind zwar noch ein bisschen durch Corona und sowas eingeschränkt, aber das gibt sich hoffentlich auch irgendwann. Und im Endeffekt, Kuss geht raus an alle Supporter. Ich küsse euch alle. Vielen, vielen Dank. Arcani geht's phänomenal. Arcani, komm mal her. Leute, Arcani war mein Friseur. Schaut mal bitte. Sieht der Boy nicht clean aus? So ein süßer kleiner Bär jetzt, oder? So ein süßer kleiner Bär. Schaut mal, wie crispy clean der Bro seinen Haircut hat. Allerdings muss man sagen, hier am Kopf, da müssen wir morgen nochmal drüber faden. Weil so ganz, also hundertprozentig ist es nicht, aber wird schon, ne? Willst du wieder runter? In diesem Sinne würde ich sagen, dieses Video kann ja einfach hochgeladen werden. Perfekt.